Komm, baller jetzt mal richtig durch hier. Okay, gib mal komm. Richtig Energie. Komm. Ich habe den schnuckligen, wunderschön und wirklich gut riechenden. Ich habe ihn letztens nämlich gesehen. Gerade das Video gerade sehen, der Mann ist in real life eine Sexmaschine, Junge. Maxi am Stizzle die Dizzle. Hi, was geht ab? Der liebe Maxi, nämlich einen kleinen Fetisch. Warte, hold up. Ich habe keinen Fetisch, Bro. Also vielleicht schon, ja, aber... Ist okay, Bro, wir können einfach darüber reden. Das ist YouTube, das sieht eh keiner. Und zwar liebt er Anime-Figuren. Hat er mir immer schon gesagt, er liebt Anime-Figuren. Und aus dem Grund spielen wir heute Kiss, Marry, Kill, Animu-Edition. Uwu. Gib mir ein Uwu. Uwu. Und jetzt ein Oimidori. Oi. Ein was? Oimidori. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, ich schicke jetzt Maxi drei Bilder von Anime-Figuren. Ja. Und er muss entscheiden, welche er küssen will, welche er heiraten möchte und welche er Haram-Action machen möchte. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Du fängst an mit den ersten drei Bildern, ne? Die ersten drei Figuren, die schicke ich dir übrigens auf WhatsApp. Ich hoffe, du hast WhatsApp. Ach, kacke, Mann. Die ersten drei Figuren, die ich rausgesucht habe, sind ohne Spaß meine Crushs. Ich habe dir meine drei Kindheits-Crushs rausgesucht. Ist nur ein Bitter. Ja, ja, jetzt kommt die zweite. Das ist Kagome. Okay. Kagome. Wie ungeduldig bist du denn, Alter? Junge, ich warte. Zweite Figur? Ja. C18. Ja. Weißt du was? Ich kann auch auf Discord schicken. Ich auf Discord schicken einfach. Da geht's vielleicht schneller. Und die dritte Figur, Mononoke. Oh ja. Warte, ich hab jetzt. Und ich hab ein. Guck mal, muss überlegen. Ich hab ein Bild auf Discord und zwei auf WhatsApp. Ich muss jetzt hin und her gucken. Du musst danke, jetzt so. Danke, wirklich. Ich hab den ersten. Ich weiß von Inuyasha das Girl. Das war ja. Das ist ja von Inuyasha das Girl, ne? Ich weiß den Namen nicht. Kagome, Junge. Kagome. Ja, ich kann mir das nicht mehr. Ich hab mir legit einen Namen nicht. Ich hab so ein Problem mit Namen. Das ist. Insane. Ich würde sie küssen. Oh. Ich würde Mononoke heiraten und C18 würde ich töten. War schön, Bro. War schön. Scheiße. Ey, ich will noch nicht. Warum willst du C18 killen? Was hast du gegen Blondinen? Ich hab nichts gegen Blondinen, okay. Was hast du gegen Roboter? Was hast du gegen Cyborgs? Ja, das ist ja das Ding. Ist Cyborg, ist nicht menschlich. Ey, ist doch besser, das heißt, die wird nicht alt. Jetzt bin ich richtig aufgeregt, ne? Ich hab richtig Schiss, Mann. Meine sind sanft, okay. Sanft wie deine Haut? Ja. Jetzt. Ach, scheiße. Oh, oh, oh. Ha? Du willst mich im Knast sehen, oder? Wieso packst du Chihiro da rein? Was schon, die ist 13? Das sind solide Auswahlmöglichkeiten. Chihiro ist schon Bad Girl, Junge. Chihiro ist schon wie sie einfach auf den 33 Junge du kannst, du kannst sie nicht umbringen, das wäre fies. Aber du kannst sie auch nicht küssen und nicht heiraten. Wie heißt die zweite? Mitusha. Ich habe da rüber die Namen geschrieben, weil ich selber nicht aussprechen kann. Ist sie von Your Name zufällig? Ja, ja, genau. Allein dafür, dass das Video nicht gelb wird, Chihiro Kill. Erstmal nach dem Anruf telefonieren. Nein, Chihiro Kill, safe. Die Bunny, das Bunny Girl auf jeden Fall Kiss. Und ich glaube, die von Your Name, Mary. Die hat echt das ist süß, aber ich glaube, du willst noch mehr haben als ein Kiss von ihr nur, aber. Also von der Anfang. Aber ist ja nicht so wichtig, es geht ja nur um den Kuss gerade, deswegen. Okay, der Punkt geht an dich. Jetzt, wo du aufgewärmt bist, mein Lieber. Nicht so. Jetzt muss ich, glaube ich, Angst haben, ne? Ja, jetzt fängt die Angstrunde an. Deine erste Figur. Oh mein Gott. Deine oh mein Gott! Okay, mach weiter. Du hast den absoluten Lady-Magneten Pico. Du hast Yuri, der buchstäblich von allen Fangirls der Anime-Welt geliebt wird. Und du hast den Mann der Männer. Warte, ich dachte, wir machen mit Anime-Charakteren. Jetzt ist er Biene Maya. Nein, oh, wow. Du weißt schon, dass Biene Maya ein Anime ist, oder? Oh. Okay, sorry, ich hab nichts gesagt. Warte kurz. Was machst du jetzt? Das ist voll schwer. Alter, du weißt schon, Bienen zu töten ist illegal. Ich hoffe, das weißt du, mein Freund. Aber Bienen küssen ist halt auch voll weird. Biene zu heiraten ist halt auch irgendwie weird. Junge, ich hoffe, dass das auch illegal ist, Bienen zu küssen, Junge. Ich muss Pico töten. Na, warte mal kurz. Warte, Pico ist minderjährig, oder? Ja, aber es ist Pico. Ja, es ist mir egal. Aber es ist Pico, Junge. Okay, jetzt hab ich die Wahl zwischen. Ich weiß den Namen von den Typen schon wieder nicht vergessen. Stimmt, du kennst Yarenchi Bitchcup sogar. Ja, ich kenn die erste Folge, mehr hab ich nicht geguckt. Ich wollte nicht alleine weiter gucken. Ich brauche jemanden, der es mit mir guckt. Und vielleicht guckst du es dir mit mir. Okay. Bevor es gleich weitergeht mit noch viel, viel abgefuckteren Runden, ein kurzer Shoutout an den heutigen Sponsor des Videos. Rhino Shield steht für Schutz. Rhino Shield steht für Anime-Liebe. Und Rhino Shield steht für absolut geniale Crossover. Meine lieben Freunde von Rhino Shield haben es mal wieder komplett übertrieben. Darf ich vorstellen? Hello Kitty X Naruto Kollektion. Was zum Teufel? Wir alle wissen, dass die besten Anime-Handyschutzhüllen im Game von Rhino Shield kommen. Und da müssen wir auch gar nicht erst diskutieren.
diskutieren. Einzigartiges Shockspread-Material, genialer Komfort und Japan-Liebe. Was wollt ihr mehr? Wie wär's mit verdammt süße Hello Kitty x Naruto-Hüllen? Freunde, die Teile sind so süß, random und schnucklig, dass sogar mein Vater nicht davon wegkommt. Jedes einzelne Design mit Liebe gemacht. Und für jedes Handy gibt es auf der Seite die passende Hülle. Mit dem Rabattcode KuroKitty erhaltet ihr saftige 15% Rabatt auf eure Bestellung. Also nichts wie rüber zu Rhino Shield mit dem Link ganz oben in der Beschreibung. Shinobi-Katzen warten auf euch und damit viel Spaß mit Rhino Shield. Maya küssen und Yuri heiraten. Kannst du nochmal erklären, warum ich diese Videos überhaupt drehe? Ich habe keine Ahnung, es ist sehr weird. Aber was erwarte ich? Ich schicke dir drei komplette Psychopathen und ich denke auch ja, so. Also egal, bist du bereit für die drei Charaktere? Ich hab eben zu dir gesagt, ich habe auch Pico, deswegen weißt du schon mal, es wird Pico kommen und zwar genau jetzt. Oh, du bist so dreckig. Vor allem, du nimmst so dieses eklige Bild von Pico, weißt du? Ich nehme dieses Bild von Pico, wo er Spaß hat, wo er Eis isst. Du nimmst das Bild, wo Pico gerade andere Art von Spaß hat, ein anderes Art von Eis isst. Ich find's gut. Wieso Yuri und Eis? Von all den Anime, die es gibt. Yuri und Eis ist ein guter Anime. Hat eine gute Story, habe ich gehört. Töten Pico? Oh. Ich habe dich davor noch fertig gemacht dafür. Oh, ja? Oh nee, also küssen den von Yuri und Eis und auf jeden Fall heiraten den Buster von Kuroko no Basket. Der Typ ist heiß. Der ist schon geil, das ist ein Allesmacher. Der ist ein Macher. Der springt einfach über mich und macht meine Steuern. Damit kommen wir zu deiner nächsten Runde. Wird die wieder so schlimm wie die davor? Der erste, die Anime-Figur Nummer 1. Warte, das ist halt... Okay. Mittlerweile, dieses Spiel macht gar keinen Sinn mehr, Junge. Du bist halt, okay. Okay. Figur Nummer 2, Junge. Weißt du, das Ding ist, ich will deine ehrliche Meinung wissen, weil wenn ich jetzt zwei hässliche noch schicke, dann wäre es unfair. Ich möchte gute Konkurrenz haben. Ist gar nicht so schwer, actually. Also, ich finde halt, L ist halt ein super smarter Typ, aber er ist mir zu deep so ein bisschen, weißt du, er ist so... dark drauf die ganze Zeit, das passt nicht so ganz, deswegen... Du brauchst so einen Spaßmacher, ne? Ja, ich brauch einen, ne? Der mir richtig so Energie... Warum sind eigentlich die ganze Zeit nur Männer bei dir? Ist das nicht so, egal. Ich würde A töten. Was? Ja, Bro, er ist doch schon gestorben. Jetzt musst du... Demon Slayer, ich hab seinen Namen vergessen, ich kann meinen Namen nicht merken. Tanjiro. Tanjiro würde ich küssen und dich würde ich heiraten. Safe. Oh, komm in meine Arme. Ich könnte mir vorstellen, ein Leben sagen? Mit dir zusammenzuführen, oh, Hand in Hand. Oh, wir würden einfach nur durchdrehen, Junge. Wir würden einfach nur verrückt werden, Junge. Wer hätte bei uns in der Beziehung die Hosen an? Safe ich, Junge. Okay, ja, safe hast du. Warum lädt denn das so lange? Oh, du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Wieso denn, hä? Das ist die schlimmste Runde. Maxi, das kriegst du nein, irgendwann, wenn ich es sehe. Ich gebe dir einen Nippel-Twist aus der Hölle, Junge. Du mir bist gefallen, so... Ja. Weil diese eine von Euphoria, die ist schon echt... Der Anime ist krank. Ich will das nicht runterreden. Das ist die Toilette, ne? Die Toilette, ja. Die einfach Toilette. Dann die von Prison School, die heiße Präsidentin der Schulclubs. Die ist schon geil, ne? Und dann Rias Fanart. Auch noch ein Fanart, weißt du? Aber guck mal, du hast ja so ein Shit-King. Deswegen kann ich mir vorstellen... Die menschliche Toilette, die sehr gefallen würde. Ja, mein Leben lang vor allem. Ich stehe jeden Morgen auf, ich so, ja, jetzt in den Mund, bitte. Okay. Ich bin ehrlich, die Runde ist echt schwer. Ich würde wahrscheinlich... Ja? Es tut mir leid, Baby Girl, aber die von Euphoria muss sterben. Nein, wieso? Die muss sterben, Junge. Das Ding ist, ich stehe nicht so auf dominante Frauen. Und ich glaube, die wären mir jetzt zu krass dominant. Der so, hä? Ich suche nur nach solchen Frauen. Also, ja, schon irgendwie. Ja? Nein. Also ich würde die Präsidentin safe küssen. Nicht mehr. Ich habe da sogar mitgesprochen und ich habe da auch mal bekommen. Ich weiß, du hast diesen Ameisentypen gesprochen. Ja, genau. Jedes Mal, ich die Chance habe, diese Szene einzublenden, ich blende sie ein. Jetzt kurz einblenden. Muss ein tolles Gefühl sein, einen Krüppel zu breit zu schlagen. Rias heiraten, safe. Rias heiraten, Junge. Verständlich, aber. Die kann mich nicht nur mit ihren Waffen beschützen, sondern auch mit ihren Waffen. Alright, Bro, bist du bereit? Jetzt kommt die finale Runde. Und da ist wahrscheinlich sogar eine Frau sogar dabei. Ich weiß nicht, eventuell. Eventuell ist da wirklich so eine Frau. So, erstmal, wir haben Ryuk. Sexmaschine, Junge. Sexgott. Nicht Shinigami, Sexgott. Dann haben wir den guten alten Ralf. Scheiße, Alter. Und den guten alten, legendären Oimidori. Ey, wo hast du die her, Alter? Aus der letzten Ecke. Das ist voll schwer. Ja, Bro, ey, denkst du dem Typen bei Oimidori, das Leben ist nicht schwer? Guck dir an, Junge. Okay, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich Figur ganz unten, Namen vergessen, nicht wichtig, hässlich, egal, würde ich wahrscheinlich umbringen, weil ich nicht länger als 5 Minuten ihn angucken könnte. Nein! No front, aber nein. Full front. Junge, habt ihr jetzt gehört, Leute? Oimidori ist einfach gestorben, Junge. Es tut mir leid. Oimetsuri! Ich glaube nicht, dass ich mein Leben lang mit Ryuk zusammenbleiben könnte. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich nur küssen. Warte, bevor du was sagst. Ja.
Du kriegst das Death Note. Oh, okay, wenn ich das bekomme. Du hast meine Meinung actually geändert. Siehst du? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich Ryok auf seine schönen lila Lippen küssen würde, aber... Ja, er hat's nicht gehört. Ich möchte ihn doch heiraten. Aber nur unter der Bedingung, dass ich das Death Note bekomme. Und dass die beide getrennte Betten haben wahrscheinlich. Für die erste Person ist halt relativ harmlos, ne? Okay, okay. Ja, warte, ich habe noch ein anderes Bild von dir, was ich nicht schicken wollte. Jetzt kommt die dritte Staffel. What the fuck? Also Nami 24/7, Junge. Mit Nami hast du schon auf jeden Fall einen Mary gekillt. Mary gesaved. So, zweite Person, auch okay. Das Bild hast du gerade gemacht. Ja, habe ich extra gerade gemacht, deswegen sagst du zweite Person. Und die dritte Person, um das Ganze noch ein bisschen schwerer zu machen. What the fuck, Junge? Was ist das? Komm, jetzt ist nicht so einfach, oder? Wen willst du jetzt heiraten? Oder mit Reden nie wieder, Junge. Sag, wen willst du heiraten? Sag, wen du heiraten willst, ha? Ich bin ehrlich, zu 100%. Sag es. Sag, was du sagen willst. Shrek küssen, Nami töten und Maxi heiraten. Ja, Baby, let's go! Was macht ihr jetzt, Junge? Mir scheißegal. Ja. Mir scheißegal, Junge. Was macht ihr jetzt, Junge? Kiss mich, ja. Ja, komm her. Okay, ich habe das Gefühl, das artet ein bisschen aus. Bro, danke, dass ich mit dir diese absolut gestörte... Am Ende war das Gefühl keine Anime-Charaktere mehr bei mir. Freunde, check Maxis Kanal ab. Wir sehen uns nächstes Video. Passt auf euren... Shrek auf. Bis dann, danke Max, dass du am Start warst. Und... Geil. Der war geil, ne? Ja, der war sehr stark.